Ganz herzlich willkommen zu den Most Actives am Mittwoch. Ja, der DAX war heute auch schon zeitweise wieder unter Druck geraten. Mittlerweile hat er sich aber leicht in den grünen Bereich wieder vorgearbeitet. Natürlich schauen wir besonders auf den Krieg in der Ukraine und wir sehen eine angespannte Nervosität weiterhin auch an den Börsen. Ein Hoffnungsschimmer, der zeichnet sich insofern ab. Das hat dem DAX dann auch so ein bisschen wieder in den positiven Bereich verholfen, dass die Aussicht besteht auf fortgesetzte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie die dann tatsächlich aussehen werden, zu welchen Ergebnissen die kommen. Aber also man merkt die Nervosität, aber ein Hoffnungsschimmer, das ist ja fast schon mehr, als man zu hoffen wagte. Wir schauen jetzt am Nachmittag auf die meistgehandelten Aktien, gerade beim Online-Broker flatex. Und da haben wir heute auf der Kaufseite Rheinmetall, Hensoldt, TUI, BASF und VW. Ja, Hensoldt, generell die Rüstungsaktien waren ja seit Anfang der Woche schon deutlich gefragt gewesen. Es gab zum Teil dann ja auch Positives von Analystenseite. Die Hensoldt-Aktie auch heute wieder ziemlich gefragt und da gibt es auch noch zusätzlich Spekulationen bzw. ein Gerücht. Also generell haben wir ja mitbekommen, dass auch bei uns die Ausgaben für Verteidigung erhöht werden. Davon hatten die Rüstungskonzerne profitiert. Einem Gerücht zufolge wollen jetzt auch die US-Amerikaner Technologie von Hensoldt, genauer gesagt Technologie, die sogar Tarnkappenflugzeuge entdeckt. Das schreibt der Kollege Florian Söllner im Aktionär und er verweist da auch auf die Welt am Sonntag. Die schreibt, ein Verkauf an die Amerikaner würde kurz bevorstehen. 2018 hatte Hensoldt nämlich das Passivradarsystem TwinVis vorgestellt. Es ist möglich geworden, was bis vor ein paar Jahren undenkbar war. Mit einem einzigen TwinVis können wir bis zu 200 Flugzeuge in einem Umkreis von 250 Kilometern in 3D überwachen, so der CEO von Hensoldt. Das Passivradar fungiert als reiner Empfänger und ortet Flugzeuge mittels der am Ziel reflektierten Signale von Fremdsendern. Also die Aktie erneut gefragt und wir schauen weiter auf BASF. Da haben sich die Kollegen heute die Charttechnik vorgenommen. Die Aktie hat zuletzt ganz schön gebeutelt. Im Zusammenhang damit mit dem Kurssturz steht vor allem die Mehrheitsbeteiligung Wintershall-Dea. Der Öl- und Gasproduzent dürfte aufgrund der Sanktionen gegen Russland getroffen werden. Und seit Kriegsausbruch haben BASF rund 15% an Wert verloren. Kurz nach Jahreswechsel konnte die BASF-Aktie noch dank des Runs auf Value-Werte profitieren. Aber seitdem hat sich da eben einiges getan, dann auch charttechnisch. Aufgrund der momentanen hohen Intensität der Abwärtsbewegung muss mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden, schreiben hier die Kollegen vom Aktionär. Spätestens an der Unterstützungszone, die sich am 61,8% Fibonacci-Retracement bei 50,90 Euro und dem Volume-Peak bei 52 Euro aufspannt, sollte sich der Titel stabilisieren, so deren Einschätzung. Der Abwärtsdruck bei der BASF-Aktie hält an. Nach dem Kurssturz sollten Neueinsteiger zuerst eine Bodenbildung abwarten und Investierte den Stop bei 55 Euro beachten. Wir schauen jetzt weiter auf die Verkaufsseite am heutigen Mittwoch beim Online-Broker flatex. Und da sehen wir heute Rheinmetall, Hensoldt, Lufthansa, Commerzbank und TUI. Ja, bei TUI, da hat man jetzt in letzter Zeit schon öfter mal den Namen gehört, also im Zuge des Ukraine-Kriegs und von TUI, der Name des Großaktionärs von TUI, Alexei Mordaschow. Seit Montagabend steht der russische Milliardär auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. TUI selber sah zunächst keine nachhaltigen negativen Folgen für das Unternehmen. Man sagte ja auch, TUI werde von seinem Vorstand geführt, nicht von Anteilseignern oder vom Aufsichtsrat. Aber Stichwort Aufsichtsrat, da hat sich jetzt heute dann nämlich was Neues ergeben. Der TUI-Großaktionär Alexei Mordaschow hat nämlich angesichts der gegen ihn verhängten EU-Sanktionen den Aufsichtsrat des Reisekonzerns verlassen. Also da ist gerade einiges los und der Kollege Carsten Kaletta vom Aktionär schreibt zum Thema TUI, auch wenn die Branche zuletzt mit guten Buchungszahlen aufwarten konnte, sind durch den Ukraine-Krieg neue Unsicherheiten jetzt dazugekommen und haben den TUI-Kurs wieder unter die 3-Euro-Marke gedrückt. Sentiment und Chartbild haben sich ebenfalls wieder eingetrübt. Kurzum, Aktie derzeit besser meiden. Das war's für diese Ausgabe der Most Actives. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und wenn Sie wollen, morgen gleiche Zeit, gleiche Stelle, gibt es natürlich wieder die Most Actives. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.